Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben im letzten Video besprochen, wie oder welche visuellen Elemente es in WPF gibt und wie man sie einsetzen kann. Da war eben Textblock, Image, Pop-up dabei und auch die Border. Und wir werden jetzt eben uns mit sogenannten Controls beschäftigen. Das sind eben Elemente, die vom Nutzer eingesetzt werden können, um tatsächlich irgendwelche Sachen zu manipulieren oder bestimmte Funktionalität auszulösen. So. Sind wir wieder zurück. Wir fangen an mit dem Button, den haben wir auch schon kennengelernt. Und das repräsentiert eben den üblichen Knopf, den man aus verschiedenen Applikationen kennt. Also hier oben habe ich beispielsweise auch Knöpfe, die ich drücken kann. Und wenn ich was drücke, dann passiert eben was. Das hier oben ist übrigens kein Button, das sind sogenannte Menüs. Also das hier oben ist die Menüleiste, das ist eine sogenannte Toolbar. Aber innerhalb dieser Toolbar sind tatsächlich Toolbar-Buttons, die eben dort eingesetzt werden. Das Wichtigste mit Content setzt man eben beim Button das, was angezeigt wird. Häufig macht man hier einen String. Man kann aber beliebigen Content tatsächlich reinsetzen. Also Sie können zum Beispiel auch sagen, das kann man ja mal ganz kurz andeuten, wir machen hier tatsächlich ein Stack Panel rein mit der Orientierung horizontal. Und hier können wir dann eben wiederum ein Image machen mit der Höhe 32, mit der Source eben unser Visual Studio. Und daneben machen wir tatsächlich einen Textblock, wo dann drin steht, klick mich. Und den richten wir noch ein bisschen ordentlich aus und sagen, dass dieses Bild noch ein bisschen Platz nach rechts hat. Also das ist auch ein Vorteil an WPF, das ist dieses flexible Inhaltsmodell. Im Prinzip können wir überall eigentlich fast das reinsetzen, was wir wollen. In Windows Forms wäre das viel schwieriger. Da ist es nicht möglich, dass man komplexe visuelle andere Objekte als Content eines Buttons beispielsweise setzt. Außer man hat natürlich sich eine entsprechende Klasse dort geschrieben. Aber von Haus aus ist das nicht so einfach. Der Punkt ist eben auch hier, wie wir es vorhin schon bei der Border gesetzt haben, die Content-Eigenschaft vom Button ist eben, die muss man im XAML nicht angeben, wenn man sie eben hier in dieser Subknotenschreibweise mit angibt. Genauso ist es übrigens auch beim Textblock. Das heißt, ich könnte hier eben statt Hallo Welt auch dieses Textblock-Element aufmachen und hier direkt Hallo Welt reinschreiben. So. So könnte es beispielsweise aussehen, ist genau das gleiche. Also man muss eben gucken, wo steht Content Property drauf und wenn man ein Content Control hat, wie es der Button eben auch ist, dann kann man das eben direkt so schreiben, wenn man hier eine komplexe Form mag. Neben dem Content vom Button ist natürlich der Klick mit das wichtigste Event vom Button. Dieses Klick-Event wird eben ausgelöst, wenn der Nutzer tatsächlich auf den Button klickt. Hier kann man dann eben über ein Delegate eine Methode registrieren, die genau dann ausgeführt wird, wenn unser Button geklickt wird, nach dem Hollywood-Prinzip. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der sogenannte Calendar oder Date Picker. Wir haben hier einen kompletten Kalender und den kann auch der Nutzer tatsächlich klicken, wenn er möchte. Wer es etwas kleiner mag, der kann auch den Date Picker nehmen. Das heißt, hier wird bloß tatsächlich ein Date oder ein Datum in dieser Box hier angezeigt. Wenn man den kompletten Kalender sehen möchte, müsste man erst hier auf diesen Kalender-Button rechts klicken. Und genau das liefert eben der Date Picker. Moment, ich lasse ihn natürlich da.
Das ist sehr interessant. Wir haben eine Textbox natürlich, ein auch sehr häufig genutztes Element. Hier können wir dann eben auch wiederum in die Texteigenschaft beliebigen Text setzen. Und im Prinzip kann dann der Nutzer natürlich auch zur Laufzeit hier den Text innerhalb dieser Textbox editieren. Und wir sehen hier schon, wie das Layout-Modell von WPF ungefähr funktioniert, dass die Textbox hier in diesem Fall jetzt breiter wird, als wenn der Text nicht mehr ausreicht, um direkt dargestellt zu werden. Wir können hier natürlich direkt ein Datum eingeben, also was weiß ich, 1987.12.2 wäre jetzt so ein Datum, das mir einfällt, oder ich kann hier eben auch dann über einen Kalender, wenn ich diesen Button gedrückt habe, hier direkt einen Wert auswählen. Zur Textbox gehört natürlich auch die Passwortbox. Diese Passwortbox zeigt eben standardmäßig ihre Elemente hier unten sozusagen hier bloß in Punkten an. Also man kann nicht sehen, was für ein Passwort man eingegeben hat. Der Punkt ist auch, wenn wir uns die Passwortbox-Klasse mal anschauen, dann sehen wir eben hier, dass es ein Element namens Secure Password gibt. Und hier bekommen wir eben den Secure String. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, dass Sie hier den Getter von Passwort mit String direkt aufrufen. Warum? Wenn jemand den Arbeitsspeicher scannt, dann steht natürlich in diesem String in Klartext das jeweilige Passwort drin. Mit Secure String ist das eben nicht möglich. Ein Secure String ist eine spezielle Klasse, können wir uns ja auch mal kurz anschauen, und in der werden eben ein String decrypt oder eben verschlüsselt abgelegt. Hier steht ja auch, the text is encrypted for privacy when being used and deleted from computer memory when no longer needed. Genau, und deswegen würde ich Ihnen bei der Passwortbox eben auch raten, dass Sie den Secure String benutzen und nicht den normalen String. Alles andere wäre grob fahrlässig im Sinne der Security. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Die sogenannte Progress Bar, der sollte man immer eine Höhe mitgeben. Beispielsweise hier, ja okay, 30 ist ein bisschen heftig, nehmen wir mal 20. Und ich mache auch mal ein bisschen Platz nach oben. Und wir können eben über die Value-Eigenschaft dieser Textbox direkt angeben, wie das Ganze aussehen soll. Also mit Value wird eben standardmäßig ein Wert zwischen 0 und 100 festgelegt. Das kann man aber auch ändern über das Maximum. Wenn ich eben sage, es soll 255 sein, dann ist natürlich 60 nicht mehr 60%, sondern deutlich weniger, also ungefähr bei einem Fünftel würde ich jetzt mal schätzen. Ja, nicht ganz ein Fünftel. Und das Minimum kann ich natürlich auch verändern. Wenn ich eben sage, es soll bei 100 losgehen, dann sollte ich jetzt in Probleme kommen. Genau, deswegen muss ich jetzt hier eben 110 beispielsweise angeben. Das kann man eben nutzen, wenn man einen langläufigen Prozess hat, wo man eben weiß, ich habe genauso viele Schritte. Und dann kann man den Wert der Progress Bar eben anpassen zu bestimmten Zeitpunkten. Was auch geht, ist, dass man einfach sagt, dass die Progress Bar ist indeterminate auf True setzen. Dann läuft sie eben nach diesem Schema, wie man jetzt hier oben sieht, ab. Und man kann, also jetzt Value setzen ist, glaube ich, auch sinnfrei. Wenn wir das mal versuchen. Wird das überschrieben? Nee. Also der Value ist jetzt nicht mehr beachtet und es wird eben bloß diese Animation jetzt angezeigt. Das macht man
manchmal, wenn man eben nicht weiß, wie lange ein Vorgang dauert oder wie viele Schritte noch möglich sind, aber man zeigt damit dem Nutzer eben wenigstens an, hey, du, ich mache gerade was, warte noch ein bisschen. So viel zur Progress Bar. Wir haben auch noch sogenannte Radio Buttons. Dazu mache ich mir direkt nochmal ein. Jawohl, man kann es eigentlich direkt mit hier reinschieben. Auch ein Radio Button hat eben einen Content. Das nenne ich mal Option A. Und hier mache ich Option B draus. Und man hat hier eben die Möglichkeit, isCheckt auszuwählen. Und wenn wir uns das jetzt mal live ansehen, ein Radio-Button hat eben die Eigenschaft, dass wenn ich einen anderen Radio-Button in derselben Gruppe aktiviere, dass dann die alle anderen Radio-Buttons in derselben Gruppe eben deaktiviert werden. Also es kann bei Radio-Buttons nur genau eine Option eben aktiviert sein. Das sieht man vielleicht noch ein bisschen besser, wenn ich auch einen dritten Radio-Button noch dazu nehme. So, dann sieht man eben hier, ist egal wie ich wechsle, von diesen drei Optionen kann eben nur eine aktiviert sein. Das macht man üblicherweise mit Radio-Buttons. Wir haben natürlich auch noch eine sogenannte Checkbox, die auch sehr bekannt ist. Auch hier haben wir wieder eine Content-Eigenschaft. Also überall, wo man Content hört, kann ich ja jetzt schon mal sagen, also auch beim Button haben wir ja den Content gesehen. Content heißt immer, dass ich von Content Control, das ist eine Basisklasse von WPF, ableite. Und diese Basisklasse stellt eben die Content-Eigenschaft bereit. Und alle diese Sachen, Checkbox, Radiobox, Button und so weiter, leiten von Content letztendlich Content Control direkt oder indirekt ab. Genau, und wenn ich mir jetzt eben mehrere Checkboxen mal erstelle, wo ich den Content hier auf nimm mich oder eher nein, nimm mich oder eher mich setze, dann haben wir hier eben den Punkt jetzt, dass die wie bei Radio-Buttons eben unabhängig voneinander sind. Das heißt, ich kann sie unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren. Ist vollkommen egal. Das nimmt man eben bei Ja-Nein-Fragen letztendlich her. Und nicht wie beim Radio-Button-Fall, wenn der Nutzer eine von mehreren Optionen auswählen soll. Dann kommen wir noch zu einem anderen Element. Das ist der sogenannte Scroll Viewer. Den setzen wir hier einfach mal außenrum, um dieses Stack Panel. Wir formatieren das noch, damit das ordentlich aussieht. Und wir sehen jetzt hier eben schon, wir haben hier jetzt an der rechten Seite eine Scrollbar bekommen. Ich glaube, die sehen wir dann auch hier. Genau, hier rechts ist diese Scrollbar noch grau, weil wir eben noch genügend Platz haben. Wenn ich jetzt aber hier eben mein Fenster in der Höhe verkleinere, dann kann ich hier jetzt eben mit dieser Scrollbar sagen, ich möchte jetzt hier mehr sehen. Das kann ich natürlich auch so machen. Ich glaube, das reicht nicht. Dafür ist mein Fenster zu klein. Okay. Aber rein theoretisch, wenn sozusagen der Content auch in der Breite größer wird als die angezeigte Fläche, dann würde sich auch hier unten eine horizontale Scrollbar mit einblenden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch hier kann man dann eben wieder bei diesem Scrollviewer lustige Sachen setzen, wie zum Beispiel die Vertical Scrollbar Visibility. Wir können hier eben sagen, dass die Auto ist. Das heißt, in diesem Fall würde jetzt eben die Scrollbar standardmäßig rechts ausgeblendet. Erst wenn es zu klein wird, sehen wir, dass sie eingeblendet wird. Und wenn wir dann wieder mit der Größe passen, dann wird sie ausgeblendet. Das gibt es natürlich auch für die Horizontal Scrollbar Visibility und so weiter. Übrigens, ich habe jetzt hier alle Sachen in XAML direkt geändert. Der Punkt ist,
dass wir das auch hier über das Eigenschaftsfenster machen können. Wir sehen hier sozusagen alle Eigenschaften, die wir hier ändern können. Und Sie sehen, es sind einige, die eben mit verschiedenen Kategorien zu tun haben, wie eben Layouts, dem Aussehen. Ich kann dann auch noch eine Transformation auf jedes Element anwenden. Ich kann hier bestimmen, wie das Ganze textmäßig ausschauen soll. Oder verschiedene, eben, die eben andere Sachen haben. Und man sieht hier schon, es gibt sehr, sehr viele Eigenschaften auf den verschiedenen Elementen. Und das sind nur die Eigenschaften. Hier gibt es eben auch noch die entsprechenden Händler. Und wenn wir jetzt mal unseren Button auswählen, wo eben hier unser Händler gedrückt ist, dann sehen wir eben hier, dass wir hier diese Sache ausgewählt haben. Und wir sehen auch, es gibt sehr, sehr viele Events, an die wir uns eben binden oder an die wir eine Methode registrieren können über ein Delegate. Und diese Methoden werden dann jeweils ausgeführt, wenn das entsprechende Element das Event wirft. Also beispielsweise können wir uns darauf registrieren, dass Mouse down, also wenn sozusagen auf irgendeinem Element mit der Maustaste gedrückt wird, egal ob links oder rechts, dann wird dieses Event ausgelöst. Oder wir haben hier auch ein Mouse move, wenn sich die Maus innerhalb des Elements befindet und sozusagen bewegt wird. Wir haben auch ein Mouse Enter und ein Mouse Leave. Das heißt, wenn ich mit der Maus über das Element gehe oder wieder raus. Ja, also wir können uns praktisch an fast alles registrieren, was der Nutzer irgendwie mit Eingabegeräten machen kann. Wir haben das auch für Keyboards, wenn ich mich hier richtig orientiere. Genau, wir haben hier Key Down und Key Up. Das heißt einfach bloß, dass das Element Fokus hat, also es ist sozusagen gerade ausgewählt, beispielsweise wenn ich in eine Textbox klicke und dann drückt der Nutzer auf der Tastatur rum, dann kriege ich hier diese Key Down und Key Up Events. Wir haben auch Stylus Support, wie hier eben hier Stylus Enter, Stylus Air Move und so weiter. Und wir haben auch Touch Support, dass wir eben Touch Down, Touch Enter, Touch Leave und so weiter. Wobei der Touch Support in WPF nicht so gut ist wie in WinRT oder Windows Phone, das muss man auch dazu sagen. Okay, dann sollten wir eigentlich bloß noch ein Element, na eigentlich haben wir noch zwei Elemente. Das Label ist sowas ähnliches wie ein Textblock, hat aber noch die Eigenschaft, dass man eben ein Eingabe-Control damit verbinden kann und dann kann der Nutzer eben über Shortcuts auf der Tastatur direkt zu diesem Eingabe-Control springen. Also man hätte beispielsweise dann hier links daneben ein Label und dann würde man eben, wie man es üblicherweise kennt, ich weiß nicht, sieht man das hier oben? Man sieht es jetzt leider gar nicht mehr, das haben sie rausgenommen aus der neuesten Visual Studio Version, aber man kennt es vielleicht aus anderen Programm, dass eben hier einer der Buchstaben mit unterstrichen ist und wenn man dann eben Alt S drückt, dann würde eben dieses Element ausgewählt werden. Aber es ist eigentlich eine veraltete Eingabeweise. Das muss man so nicht machen. Genau, aber dazu könnte man eben hier ein Label daneben setzen und dieses dann mit beispielsweise dieser Textbox oder Passwortbox hier verbinden. Und als letztes haben wir noch den Tooltip. Das ist eigentlich auch auf fast Elementen mit dabei. Fast allen Elementen. Das heißt, wir könnten hier jetzt eben sagen, dass wir beim Button die Tooltip-Eigenschaft setzen wollen. Und hier setzen wir tatsächlich einen Tooltip rein. Und hier können wir dann eben im einfachsten Falle einfach Text reingeben. Tooltip vom Button. Man kann hier aber natürlich auch wieder ein Stackpanel zum Beispiel reinsetzen und komplexeren Inhalt machen. Wenn ich dann allerdings hier meine Applikation ausführe und dann hier mal über diesen Tooltip gehe, dann sieht man eben hier, dass ein Pop-up erscheint. Ich bin der Tooltip vom Button und der geht dann nach einer Zeit wieder weg. Und intern verwendet dieser Tooltip, glaube ich, auch bloß ein Pop-up, das eingeblendet wird und dann wieder ausgeblendet wird. Das waren die Controls von WPF. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen.
werden uns im nächsten Video mit Panels beschäftigen. Und bis dahin sage ich bis bald und wir sehen uns dann wieder.